Welche Wörter dürfen Sie im Vorstellungsgespräch nie sagen, es sei denn, Sie wollen sich aus dem Rennen kegeln? Ich warne Sie vor 5 gefährlichen Tabuwörtern, die Sie unbedingt meiden müssen. Mein Name ist Martin Wehle. Sie kennen mich vielleicht als Deutschlands bekanntesten Karriereberater und Buchautor. Und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt warne ich Sie vor 5 Wörtern, die Sie im Vorstellungsgespräch unbedingt meiden sollten. Tabuwort Nummer 1 ist arbeitslos oder Arbeitslosigkeit. Das ist natürlich schade, denn heutzutage kann jeder ohne eigenes Verschulden arbeitslos werden. Sei es, dass ein Betrieb fusioniert, sei es, dass ein Betrieb Mitarbeiter abbaut, da können Sie gar nichts dafür. Und dennoch, wenn Sie sagen, ich war arbeitslos in dieser Zeit, dann kommt immer der Verdacht auf, es könne an Ihnen gelegen haben. Warum hat man gerade Sie aussortiert? War vielleicht doch die Leistung nicht in Ordnung? Gibt es andere Gründe? Damit werfen Sie Fragen auf, die unnötig sind. Sprechen Sie nicht davon, dass Sie arbeitslos waren, sondern sagen Sie, was haben Sie in dieser Zeit gemacht? Was haben Sie für sich gelernt? Haben Sie eine Fortbildung gemacht? Haben Sie sich autodidaktisch weitergebildet? Stellen Sie diesen Vorteil für die Firma in den Mittelpunkt und nicht eine Arbeitslosigkeit. Tabuwort Nummer 2, Differenzen oder menschliche Probleme. Ich habe das oft, wenn ich Klienten berate, dass die mir sagen, naja, es hat menschlich mit meinem Chef oder meiner Chefin einfach nicht gestimmt. Und das kann ja mal passieren, nur haben sie das Problem, dass die Firmenvertreter ganz oft denken, wenn es dort mit dem Chef nicht geklappt hat, könnte es ja ein Problem sein, das sich in unserer Firma fortsetzt. Könnte es ein schwieriger Charakter sein, der uns da gegenübersteht. Und diesen Verdacht können Sie abwenden, indem Sie eben nicht von menschlichen Problemen sprechen, indem Sie das ganz radikal für sich behalten. Denn sonst fällt es auf Sie zurück. Das dritte Tabuwort, das Sie auch keinesfalls verwenden sollten, ist Mobbing. Ich weiß es, man kann gemobbt werden, ohne dass man etwas dafür kann. Ich habe auch Videos darüber gemacht und es ist schlimm genug, dass man gemobbt wird. Aber wenn Sie im Vorstellungsgespräch sagen, Sie sind gemobbt worden, dann kann es natürlich sein, dass die Firmenvertreter denken, lag es wirklich an den Mobbern oder hat der oder die Gemobbte das auf sich gezogen? Ich weiß, es ist vollständig ungerecht. Aber es bleibt ein negativer Nachgeschmack und darum empfehle ich Ihnen, wenn Sie gemobbt werden, machen Sie das aus mit den nahen Menschen um Sie herum, tanken Sie Selbstvertrauen und lassen Sie es im Vorstellungsgespräch bleiben, auf dieses Thema hinzuweisen. Denn wenn andere Dreck nach Ihnen werfen, bleibt auch immer Dreck an Ihnen kleben und das könnte im Vorstellungsgespräch einen negativen Eindruck hinterlassen. Viertes Tabuwort, keine Entwicklungsmöglichkeiten. Das sagen Menschen sehr gerne. Warum verändern sie sich? Warum wollen sie aus ihrer alten Firma weg? Ja, ich habe da halt keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Wenn sie das sagen, wird natürlich die Frage aufgeworfen, warum ist der Aufstieg bei ihnen in der alten Firma bereits beendet? Warum sind sie da an der Decke? Kann es sein, dass sie Potenziale sehen, die ihre Firma eben nicht sieht? Überschätzen Sie sich. Wollen Sie jetzt in einer neuen Firma mit der Brechstange erreichen, was Ihnen mit Recht in der alten Firma verwehrt bleibt? Also stellen Sie es bitte nicht so dar, als hätten Sie keine Entwicklungsmöglichkeiten, sondern erwecken Sie immer den Eindruck, Sie könnten auch in Ihrer alten Firma Karriere machen, aber in dieser neuen Firma, die aus diesen und diesen und diesen Gründen für Sie besonders attraktiv ist, in dieser neuen Firma würden Sie es noch viel lieber machen. So wird ein Schuh daraus. Und der fünfte Punkt, das sind Überstunden. Fragen Sie bitte nicht nach Überstunden, wie viel Überstunden muss ich eigentlich bei Ihnen leisten? Denn wenn Sie Überstunden ansprechen, entsteht ganz schnell der Eindruck, dass Sie eben nicht bereit sind, über die reguläre Arbeitszeit auch mal hinauszuarbeiten. Ich weiß natürlich, dass es Ihr gutes Recht ist, nur Ihre Arbeitszeit zu arbeiten und ich rate Ihnen auch, dies in der Regel zu tun und ich rate Ihnen auch, sich schlau zu machen, ob Überstunden anfallen, aber machen Sie das bitte nicht im Vorstellungsgespräch, sondern informieren Sie sich über soziale Netzwerke, informieren Sie sich über Portale wie Kununu, da werden Sie ein ganz klares Bild bekommen und Sie müssen das Thema nicht im Vorstellungsgespräch ansprechen, sofern Sie in diese Firma wollen, denn das könnte als Hinweis gewertet werden, dass Sie etwas
arbeitsscheu sind, auch wenn das natürlich völlig zu Unrecht ist. Und wenn Sie jetzt genau wissen wollen, welches die besten Antworten im Vorstellungsgespräch sind, die Sie überhaupt nur geben können, dann nutzen Sie bitte mein E-Book Geheimakte Vorstellungsgespräch. Da habe ich Ihnen die 150 Top-Antworten aufgezeigt, die Ihnen alle Türen öffnen können. Probieren Sie das gerne aus und achten Sie bitte auch auf das Sonderangebot meines Videokurses, das Ihnen direkt nach dem Kauf dieses E-Books gemacht wird. Ich freue mich, wenn Sie den Kanal abonnieren. Ich freue mich, wenn Sie die Videos kommentieren, wenn Sie den Daumen nach oben weisen lassen. Und am meisten freue ich mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Wehrle.